Heute besprechen wir den Teil 3 zu dem Thema Spannungsdehnungsdiagramm. In dem Beispiel von Teil 2 hatten wir eine Stange dimensioniert, die sich infolge ihres Eigengewichtes oder infolge der Belastung um einen bestimmten Betrag Delta L verlängert. Unser Delta L-Betrag war gewesen 5,7 mm. Und diese Delta-L-Verlängerung entsprach dann letztlich einer inneren Spannung im Material von Sigma Masse, wenn man so will, von ungefähr gleich 120 Newton pro Millimeter Quadrat. Die Länge L waren 10 Meter gewesen und wir wollen jetzt, nachdem also sich der Stab infolge seiner Masse verlängert hat, folgenden gedanklichen Fall annehmen. Wir würden jetzt das Bauteil fixieren, zum Beispiel durch Verschrauben an verschiedenen starren Körpern und also einen Einbau vornehmen, der jetzt folgende Randbedingungen enthält. Wir bauen das Bauteil bei einer Temperatur Theta 1 gleich zum Beispiel 45 Grad Celsius ein. Das heißt, wir fixieren es. Dann kühlt sich das Bauteil über Nacht auf eine Temperatur von zum Beispiel 15 Grad Celsius ab. Also Einbauzustand. Abkühlung, ne? Insgesamt bekommen wir daraus eine Temperaturdifferenz von Delta Theta, welches ja letztlich immer nichts anderes ist als Theta 2 minus Theta 1 von rund minus 20 Kelvin. Diese minus 20 Kelvin entsprechen einer gedanklichen Verkürzung. Des Materials. Die Frage, die sich für mich jetzt anschließt, ist, wenn das Bauteil also jetzt starr fixiert ist, nachdem es also bei 45 Grad eingebaut worden ist, dann frage ich mich natürlich sofort, um wie viel Millimeter wird sich jetzt das Material infolge der Abkühlung verkürzen. Also Delta L Temperatur wäre also, die Formel ist Delta Theta mal L0 mal Alpha und Alpha ist der Ausdehnungskoeffizient von Eisen oder Stahl besser gesagt. Wir werden also bei dem S235 einen Alpha-Wert von Stahl bekommen, der 0,1234119 pro Kelvin groß ist. Wir setzen das entsprechend in diese Formel ein und werden zunächst einfach mal diese Temperatur als Betrag verstehen, nämlich ungeachtet des Vorzeichens, denn aus der Verkürzung werden zusätzliche Zugspannungen erwachsen, die wir dann sinnhaft richtig zuordnen wollen. Also 20 Kelvin positiv als Betrag genommen, mal 10.000 Millimeter. Genau genommen müsste man die 5,7 Millimeter infolge der Lastabsenkung natürlich nochmal dazu nehmen, mal 0,1234 1191 durch Kelvin ergibt eine Verlängerung, eine Verkürzung von rund 2,4 Millimetern.
diese 2,4 mm will das Material gewissermaßen schrumpfen, kann es aber nicht. Wir nennen das behinderte Dehnung. Eine behinderte Dehnung. Und diese behinderte Dehnung führt in diesem Fall zu Zusatzspannungen. In unserem Fall wäre das hier Zug. Und die wären natürlich den entsprechenden mechanischen Beanspruchungen selbstverständlich zu überlagern. Nun ja, nun wollen wir noch kurz überlegen, wie wir denn diese Zugspannungen kurz berechnen können. Naja, auch hier gilt das Hooke'sche Gesetz. Sigma ist gleich E mal Epsilon, schon gleich mal zu der gesuchten Temperaturspannung umgestellt, würde das die entsprechende Temperaturdehnung sein. Und hier ist es nicht besonders schwer, das Epsilon zu substituieren, denn Epsilon ist auch hier nichts anderes als Delta L zu L0, eigentlich der Betrag, der geschrumpft werden soll, aber behindert ist. Also kämen wir hier zu E mal Delta L thermisch zur Anfangslänge L0, alles auf 10.000 mm gerechnet, würde letztlich ergeben 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat mal rund 2,4 Millimeter geteilt durch 10.000 vereinfacht geschrieben Millimeter, und die entsprechende Spannung, die wir bekommen, wäre dann rund 50 Newton pro Millimeter Quadrat. Diese thermische Spannung ist letztlich der äußeren Spannung zu überlagern, sodass wir eine Gesamtspannung bekommen von Sigma Gesamt, die sich dann aus Sigma Masse plus Sigma thermisch ergibt, und in unserem Fall wären das rund 120 Newton pro Millimeter Quadrat plus unsere 50 Newton pro Millimeter Quadrat, und das wären dann rund unsere 170 Newton pro Millimeter Quadrat Gesamtbeanspruchung, die sich jetzt in unserem Fall aus der Überlagerung der mechanischen Belastung plus der behinderten Dehnung ergibt. Die thermischen Spannungen sind also stets irgendwie zu berücksichtigen, sofern man das also an dieser Stelle überhaupt so einfach machen kann. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.